Hallo, liebe Schüler. Und wieder gehen wir her und löschen mal alle Hilfslinien, weil wir können sie ja wiederherstellen. Wir klicken jetzt auf die Kiste und werden die Kiste ausblenden. Alles, was wir nicht brauchen, belastet SketchUp. Und wir brauchen das jetzt wirklich alles nicht. Dann haben wir hier noch den Hals. Den brauchen wir auch nicht wirklich anzeigen lassen. So sollte es jetzt bei dir ausschauen. Du gehst hier genau an diese Stücke, in den Anfang, und du holst deine Hilfslinie hier von der Kante weg und zoomst mal ganz nah heran und stellst diese Hilfslinie genau hier auf die Hälfte von dieser Strecke. Das rastet richtig ein. Wirst sehen. Das machst du bei allen Stücken. Holst dir immer wieder die Hilfslinie, stellst sie hier ab. Und jetzt holst du dir eine schöne gerade Hilfslinie von dieser Kante hier weg. Und stellst sie hier drauf. So, und jetzt weißt du hier hinten, wo diese vier Linien durchkommen, da musst du Löcher bohren. Kein Problem. Du nimmst einfach jetzt hier eine Hilfslinie nochmal, damit du das auch wirklich schön siehst. Da müssen Löcher gebohrt werden. Dein Stück ist ja gruppiert, also zweimal klicken. Und jetzt nimmst du hier das Kreiswerkzeug. Dann zeichnest du hier einen Kreis drauf und sagst 0,75 und Enter. Du siehst hier, die Bohrungen haben jetzt einen Durchmesser von 1,47 oder 1,5 und einen Radius von 0,75 sollten sie haben. Und jetzt werden wir diese Löcher bohren. Natürlich geht das nur, wenn du in der Gruppe arbeitest. Anklicken das Loch. Wir wissen um diese Länge. Nochmal nachmessen. 5 mm. Und wir schieben das Ganze jetzt hier an. Geben ein 5, sagen Enter. Und beim nächsten Loch können wir schon uns einfach nur draufstellen und durch Doppelklick die Bohrung machen. Sollte das mal nicht gehen, dann musst du es wieder halt von Hand machen. Schieben, füllen, Enter. Gut, jetzt sehen wir, dass hier die Hälfte des Loches sichtbar ist. Da werden dann die Seiten eingeführt. Und damit das Ganze noch ein bisschen schöner ausschaut, werden wir hier noch eine Schräge aufzeichnen. Und zwar auf der Höhe von mindestens 1 mm Abstand. Dann wechselst du das Werkzeug zum Bogenwerkzeug hier. Schau, wie das Bogenwerkzeug eingestellt ist. Sollten hier 12 Segmente stehen, könnte das zu viel sein. Du stellst dich auf diesen Punkt. Ich stelle mich hierher und zeichne mir mal den Bogen mit Rundung 0,4. Gib ein. Stell den Bogen ab. Dann hörst du, aha, die Segmente sind zu groß. Dann musst du mal kurz irgendwo anders hinklicken, also auf Bleistift vielleicht. Dann gehst du wieder auf den Bogen, siehst unten 12
Und dann gibst du da ein, oder in die Tastatur eingeben, 6 zum Beispiel, sagst Enter. Und jetzt müsste dir der Bogen gelingen, mit 6 Segmenten auf 1,2. Eingeben. Und damit hättest du die Rundung auf beiden Seiten natürlich. Und ich nehme mal an, du kannst dir denken, was du jetzt tun musst. Du musst einfach nur das Drücken-Ziehen-Werkzeug nehmen und das Ganze hier zum Ende ziehen. Und damit kriegst du eine schöne Rundung. Verlass die Gruppe und jetzt hast du Brücke und Griffbrett hier in einem fertiggestellt. Was jetzt noch fehlt, du weißt, du kannst das hier anklicken. Es ist gruppiert. Wir brauchen hier den Steg. Nichts einfacher als das. Du nimmst das Rechteckwerkzeug, stellst dich hier hin, hier hin und hier hin, zeichnest eine Fläche ein. Und die wirst du extrudieren. Der Brückensteg ist nichts weiter als meistens ein Stück Knochen. Und du klickst auf die Fläche und extrudierst sie nach hinten, genau bis hier an die Kante. Und dann ziehst du sie noch um 2 mm nach oben. Und speicherst das Ganze als Gruppe ab. Drücken, ziehen, anheben, 2. Und das war's. Und jetzt müssen wir noch eine Kleinigkeit machen. Wir sollten hier eine Rundung auf die Ecken geben. Das ist gar nicht so leicht. Eigentlich hier nur so ein Stück weit hinunterziehen, sagen wir um 0,5. Und jetzt hier eine kleine Rundung aufzeichnen. Mal sehen, ob uns SketchUp das machen lässt. Ich glaube eher nicht. Nimm einfach den Bleistift, zeichne hier eine Schräge drauf und hier hinten auch eine Schräge. Die Anzahl der Segmente ist zu klein. Man hätte die ganze Kiste um zehnfache bis hundertfache größer zeichnen müsste, dann wäre das alles kein Problem. SketchUp hat einfach Probleme in kleinen Dimensionen, aber nun ja. Wenn du die zwei Kanten hier drauf gezeichnet hast, klick bitte auf diesen ganzen Block, gruppiere ihn, so dass er sich da gut einfügt und geschützt ist. So sollte der Block dann ausschauen. Das sollte gruppiert sein. Und das ist ein Stück mit dem Griffbrett. Blende bitte alle Führungen löschen und bearbeiten, alles einblenden. So sollte es jetzt ausschauen. Da hinten deine abgerundete Brücke mit Steg hier. Und jetzt haben wir hier noch so eine Kante. Ja, wie gesagt, das kann man anklicken und kann also auch diese Kante wirklich vielleicht noch bearbeiten. Du kannst hier Ecken reinzeichnen oder auch Rundungen oder auch Kehlen, so wie hier eine Kehle und hier eine Kehle. Und wie immer, SketchUp meldet manchmal dann hier, dass irgendwas nicht will, meckert, egal, so, und diese Flächen auch noch nach unten ziehen, damit das Ganze ein bisschen schicker ausschaut.
Jedenfalls, jetzt hättest du deine Ukulele fertig gebaut. Du könntest jetzt alles einfärben. Und das machen wir im nächsten Video.